Minus 10. Exponentielles Wachstum bzw. Zerfall jetzt mal ein bisschen konkreter mit Zahlenbeispielen. Beispiel Zellteilung. Wir gucken uns mal die Skizze an. Ich habe eine Zelle und die teilt sich immer in zwei Zellen. Die nächste würde sich auch in zwei teilen, die aber auch, die dann wieder und so weiter und so fort. Und das Ganze passiert innerhalb von einer Minute und nochmal eine Minute, nochmal eine Minute. Dann drückt man es so aus, eine Zelle mal zwei, weil es eine Verdopplung ist, Zellteilung verdoppelt, hoch, in Klammern, 5 Minuten durch eine Minute. Warum das so ist, guckt dann hier auf diesen Link i, beziehungsweise zum Schluss versuche ich den Link mal nochmal einzufügen, weshalb wir das ein bisschen umständlicher schreiben müssen. Jetzt sagen wir mal einfach, okay, das sind 5 Minuten glatt, ne? 5 durch 1 ist 5, dann schreibe ich das so, als eine Zelle mal 2 hoch 5 ergibt den Endwert. Naja, das hieße, eine Zelle, 2 hoch 5 ist 32, ergibt eine Zelle mal 32, 32 Zellen. Gut, bis dahin. Halbwertszeit, also wenn Atome zerfallen. Beispiele. In 5 Jahren zerfällt ein Atom oder zerfällt zum Beispiel ein Kilo von einem bestimmten radioaktiven Stoff zur Hälfte seiner ursprünglichen Masse innerhalb von 5 Jahren und ich will das 20 Jahre lang beobachten. Dann kann ich sagen, ne, denkt an den Link hier, warum das so ist, wird im extra Video erklärt. 20 durch 5 ist 4 und das heißt, die Jahre, die kürzen sich ja auch raus, aber das wie gesagt im anderen Video. Also ich habe erst ein Kilo, dann ist bloß noch die Hälfte davon die Hälfte und davon die Hälfte und so weiter und so fort. So würde es immer weitergehen. Dann sage ich, diese Formel hier kann ich auch sagen, Moment, hier habe ich was falsch geschrieben. Das kommt davon. Na komm. 20 durch 5 ist ja 4, hoch 4 also. 1 Kilo mal 0,5 hoch 4, das tippe ich in den Taschenrechner ein oder ich kann es mir auch im Kopf ausrechnen. Dann habe ich also 0,0625 als Zerfallsfaktor zum Schluss. 1 Kilo mal das sind 0,0625 Kilogramm. Oder anders gesagt, 1, 2, 3 Stellen, 62,5 Gramm. Wie man das mit Einheiten am besten macht, dazu wieder auf den Link hier oben achten, Link i, ne, da wisst ihr dann schon, wie es weitergeht. Eigentlich müsste es leicht sein. Also, je nachdem, das muss nicht immer 1 plus oder sowas heißen wie bei Zinsen, sondern es kann eine Verdopplung, Verdreifachung, Verhundertfachung sein. Und das ist der Wert, den ich da angebe. Und dann kommt der Rest, aber wie gesagt, das in den anderen Videos. Gut, ich hoffe, das hat erstmal bis dahin geholfen. Übt das einfach mit irgendwelchen Zahlenbeispielen und dann ist eigentlich gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.